Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3 für die PlayStation 1. Ja, wir haben letztes Mal hatten wir die... ja, ein kleiner Flosch am Hals. Nein, nee, der ist es nicht. Wir haben letztes Mal ein wenig die Gegenstände gesammelt für das Boot und haben das Boot in Gang gesetzt. Jawohl, und jetzt wollen wir mit dem Boot natürlich fahren. Schließlich hat uns das Auge des Drachen ja gezeigt, wo wir hin müssen. Das heißt, wir müssen über das Meer schippern. Das sollten wir jetzt mal machen, nicht wahr? So. Guter Bait. Was sagst du denn? Seid vorsichtig. Wir bekommen neue Schiffe. Also benutzt dieses hier so oft ihr wollt. Coole Sache. Dann wollen wir doch mal mit dem Schiff ein bisschen rumtuckern. Auf geht's. Können wir jetzt endlich hier oben reingehen? Natürlich nicht. Vor allem nicht, wenn ich es mache. Auf diese Art und Weise. Dann wollen wir mal zum guten Sig gehen. Denn ich denke mal, dass der uns fährt. Ja, natürlich. Hier, Muskelman. Bereit? Na klar. Das ist sie, meine große Chance. Los geht's! Und er macht es ohne seine Muskeln spielen zu lassen. Oh, schöne Melodie. Und wir stechen in den See, Leute. Hä? Pause! Wo wollt ihr hin? Hä? Die äußere See? Bist du sicher? Warum besprichst du es nicht mit allen und lässt mich wissen, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt? Okay. Können wir gerne machen. Also, wir wollen ja eigentlich auf die äußere See. Mal schauen. Was sagt denn der gute Gary Boy? Was sagst du denn? Das Meer überqueren, um Gott zu treffen. Selbst die Orkanier hätten das nicht für möglich gehalten. Das stimmt. Etwas sagt mir, dass die Ozeanüberquerung nicht einfach wird. Es gibt einen Grund, warum es noch keiner versucht hat, richtig? Tja, Ray, da hast du recht. Also, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, hier haben wir nichts mehr. Momo, was sagst du denn? Ich weiß nicht, wie weit es bis zur anderen Seite ist. Aber der Motor läuft prima. Also nur keine Sorgen. Okay, was die Technik oder die Mechanik angeht, brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Das ist schon mal gut, zumindest bis jetzt. So, dann wollen wir mal schauen. Was sagen denn die anderen? Oh, Peko pennt mal wieder. Supu! Supu. Du alte Seekuh. Haben wir hier irgendwas versteckt? Nö. Okay, Nina, was machst du denn da? Lässt du den Wind ein bisschen wirbeln? Der Wind fühlt sich gut an, Rafe. Wie es wohl jenseits des Ozeans sein wird? Wir werden die Ersten sein, die es erfahren. Bist du dir sicher, dass wir das erfahren? Naja, ich bin dann ein bisschen skeptisch. Ich komme immer noch nicht in die Kabine hier rein. Mann, Siggi. Alte Zwiebeln mit Wurst. So, ich habe mit allen gequatscht. Jetzt lass mich rein. Also, fertig? Yo. Okay, wohin soll's gehen? Ja, wohin wohl? Über das Meer? Puh, Mann. Ich dachte mir schon, dass du so etwas sagen würdest. Na klar. Ich glaube, ich sollte dir sagen, dass keiner, der da draußen war, jemals lebend zurückkam. Nicht gut. Wollt ihr es wirklich tun? Okay. Hä? Das fehlte noch. Nun, dann seid ihr in guten Händen. Der alte Sig ist der beste Kapitän in Rapala. Nein, in der Welt. Wenn euch jemand übers Meer bringt, dann bin ich es. Ja, dann mach es mal. Dann hau rein. Wer sonst würde so etwas wagen? Ach ja. So, und jetzt haben wir das erste Mal auch Möglichkeit, mit unserem Boot ein bisschen rumzuschippern. Das steuert sich ein bisschen oldschool, würde ich sagen. Weil man kann mit links und rechts das Boot eben halt auch schon nach vorne fahren lassen. Und wenn wir den Kreis drücken, können wir den Motor benutzen. Man sollte nur nicht zu lange benutzen, sonst überheizt er irgendwann. Und dann ist Ende im Gelände. Und das ist weniger schön. So, ich meine aber noch, dass ich hier irgendwo noch hinfahren kann. In der Gegend. Ja. Wo ich bisher noch nicht hinkam, glaube ich. Genau, hier. Einöde. Wollen wir mal zur Einöde. Oh, ich liebe die Melodie der Einöde. La 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 la. Okay.
Hier, Waffenladen, Innen und so weiter. Schauen wir uns doch erstmal die Waffen an. Wir mögen am Meer sein, doch die Waffen rosten garantiert nie. Sind sie aus Koralle oder was? Okay, wir haben kaum Geld. Das bringt uns aber auch nichts, weil wir eigentlich die beste Rüstung haben. Naja, ein Steinpanzer hätte ich gerne jetzt noch. Und ein Quadratschild. Kann ich irgendwas verticken? Na, die Waffen habe ich ja noch alle. Das Crepe Cape kann weg. Die Sachen behalte ich alle noch. Habe ich wieder irgendwas Wertvolles, was ich eventuell verticken kann? Ein grüner Apfel. Mondträne. Blumenjuwel. Tinte. Naja, Leute. Die Einöde ist ein Ort, da müssen wir, glaube ich, soweit ich weiß, jetzt noch gar nicht hin. Wir müssen erst etwas anderes erledigen, bevor wir hier hin müssen. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich wollte es euch nur schon mal zeigen, dass es hier die Einöde gibt. Soweit ich weiß, ist das noch gar nicht relevant für uns. So, und jetzt bitte nicht beschweren, falls sich jetzt einer gespoilert fühlt, dass wir hier noch nicht hin müssen. Das finde ich eigentlich ist doch gar kein Grund. Hier, glaube ich, ging es durch. Da müssen wir auch lang fahren. So. Ja. Yay. Auf geht's aufs zweite Meer. Wir sind fast da. Ihr zieht euch besser nach drin zurück. Wir sind doch drin. Oder muss ich jetzt jemanden hier raus, hier reinholen, hä? Oh oh. Wellen. Das ist die perfekte Welle. Oh oh. Wow! Yay, Dancing Rave. Es ist zu heftig. Sie wird untergehen. Wir fahren besser zurück. Boah, bist du ein Weicheisig. Die Möwe fliegt da ganz gemütlich. Der arme Ray, der muss hier fast schon... Ihr wisst schon... Pecco! Nein, Pecco ist durch den Wind. Hm. Hm. Ich kenne die Stories. Doch, ich dachte nicht, dass es so heftig ist. Ich sagte euch zwar, dass ich euch dorthin bringen könnte. Aber ich weiß nicht, ob wir es mit diesem Schiff schaffen. Hä? Warte einen Moment. Willst du sagen, dass wir die Überfahrt vergessen sollen? Oh oh. Wenn es der beste Seemann Rapalas nicht schafft, was sollen wir dann tun? Sorry. Ich glaube, ich bin einfach nicht so gut wie der legendäre Seemann. Was? Legendärer Seemann? Könnte er uns über den Ozean bringen? Ganz so einfach ist es nicht. Wir Seeleute haben eine Legende über einen Seemann, der an der inneren See lebt und von der anderen Seite kam. Aber das ist nur eine Legende. Eine Story. Auch wenn es nur eine Legende ist. Es muss etwas Wahrheit dahinter stecken. Erzähl uns von ihm. Nun, wisst ihr, ich habe keine große Ahnung über ihn. Nördlich von Rapala gibt es eine Stadt namens Einöde. Der Bürgermeister könnte etwas wissen, vielleicht. Einöde also. Lasst uns gehen. Jawohl, Sir. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Genau das muss ich nämlich erstmal machen, bevor ich zur Einöde muss. Naja, dann bin ich immer ganz schlecht mit dem Geld ausgerichtet. Bereit zum Aufbruch? Yo. Okay. Ja, jetzt kommt eine Sache, die mag ich eigentlich an dem Spiel eher weniger. Naja, egal. Ja, ist eigentlich ein interessantes Gimmick, was hier gefordert ist, aber ich bin da eigentlich kein Freund von. Um es mal so zu sagen. So. Hier sind wir wieder in der Einöde. Mal gucken, ob die jetzt mittlerweile Geld haben, die Kakerlaken. Natürlich nicht. Manchmal haben sie Geld, manchmal nicht. Und er spielt mit so einer rum. Und die hatte Geld. Ha, 5 Zenny, danke. Bin schon wieder um 5 Zenny reicher. Tja, Bürgermeister, wo könnte der sein? Hm. Niaum.
Okay. Nee, die möchte ich nicht stören. Die haben wahrscheinlich ein wichtiges Gespräch, bevor der eine den anderen runterschmeißt. Das sieht so verdächtig danach aus, als wäre hier irgendwo der Bürgermeister. Was haben wir hier? Ich kann hier um mehrere Orte rumlaufen. Interesting, interesting auf jeden Fall. Mein Gott, ist jetzt gut. So. Wie gesagt, das Spiel läuft aus Erinnerung raus. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, ob ich weiß, was ich benötige, um das hier richtig zu machen. Ich weiß auf jeden Fall, was jetzt kommt. Moment. Der Bürgermeister kommt ursprünglich aus Mittelwindia. Vielleicht hat er Sehnsucht nach der Küche Windias. Was? Hä? Hä? Legendärer Seemann? Wenn ich die Story nochmals erzähle, gebt ihr mir noch mehr von diesem ekligen Fisch, was? Was? Wenn es hier nur Fisch zu essen gibt. Nun, dann bleibe ich hier sitzen und verhungere eben. Streut meine Asche in den Mekis-Fluss, wenn ich tot bin. Gibt es nichts, was ihn etwas aufheitern könnte? Was hat er denn geraucht? Naja, mal gucken, was kann uns die Frau sagen? Unser Standardessen ist Fisch, ja. Aber der Bürgermeister mag ihn nicht mehr, seit er krank wurde. Jetzt redet er kaum noch mit jemandem. Mekis-Fluss. Erinnert ihr euch, dass wir mal an einem Ort waren, der Mekis hieß? Genau dort werden wir uns jetzt hinbegeben, denn ich hoffe, dass ich da Informationen bekomme, wo ich da jetzt genau was machen muss. Ich hoffe, dass ich da am Mekis-Fluss die Informationen bekomme, weil er mag Essen aus der Windia-Region. Das heißt, wir müssen wieder nach Windia reisen. Ach, ist das schön. Das machen wir natürlich alles in diesem Video. Ja, Mann. So. Tja. Kann ich eigentlich von hier aus andocken? Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, ich muss hier lang düsen. Oh, Mann. Ich habe diese Stelle eigentlich so ziemlich verdrängt. Bin ich ehrlich. So. Es ist auch eigentlich jetzt hier so vorgesehen, dass man hier ziemlich rumirrt. Sag ich mal jetzt im Vorfeld schon. Damit man eben halt nicht weiß, was man machen muss. Man hat einiges schon gesehen, was man sammeln muss. Ich weiß noch, was es ist. Zum Großteil. Aber ich weiß nicht, ob meine Idee noch stimmt dazu. Ich hoffe, ich habe da noch ein bisschen was auf Vorrat. Bin mir nicht zu 100% sicher, ob das stimmt jetzt, was ich brauche. Aber egal. Das soll euch jetzt nicht stören. Ihr werdet noch wissen, wovon ich spreche, weil es ist... Tut mir leid, dass ich jetzt so viel vorweg sage, aber es ist wirklich so, dass ich diese Stelle einfach nur absolut nachteilhaft finde in diesem Spiel. Deswegen habe ich da jetzt schon so ein paar Sachen raus. So. Dann wollen wir mal. Aber jetzt hören wir wieder die schöne Weltkartenmelodie. So, dann wollen wir... Moment. Hier. Ob auf die Blumenwiese. Das gehört ja auch noch dazu. Das müssen wir auch ja zwischendurch mal machen hier. Wer weiß, ob nicht eventuell wieder ein neues Leben geboren wurde. Was man sofort zur Arbeit schickt. Ha! Man kennt mich ja. Skrupellos wie eh und je. Gerade auf der Welt und ab an der Maloche. So. Und? Oh, es hat sich was getan. Kulturniveau ist angestiegen. Wie wär's mal, wenn ihr anfangt, ein paar Leute hier leben zu lassen, Mann. Helft uns! Hilfe! Sagt uns, was wir tun sollen, um unser Dorf weit fertig zu bauen. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Und ich weiß, dass du eine andere Stimme hattest das letzte Mal. Ich möchte gar nichts wissen. So. Okay, von jetzt an nichts von euch habt, das wissen wir schon. Gucken wir mal. Ja, der eine ist hier schön fleißig am Schuh. Hat Kultur geschult. Und jetzt gehen wir mal auf Jobs. Mal wieder. Nö, da brauchen wir noch nicht hier großartig. Tja, der Anfang dieser Quest ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich hoffe, dass das irgendwann mal vernünftig wird. Ich habe das einmal hingekriegt, dieses Dorf wunderbar zu bauen, aber das stecke ich mir dieses Mal nicht als Ziel, weil ich eigentlich mit dem Feendorf so gut wie gar nicht hantiere. So, dieses Fragezeichen wäre übrigens nur dieser Übergang über die Brücke gewesen, das andere wäre es nicht gewesen. So, dann wollen wir mal zu dem Ort gehen, der gerade angesprochen wurde. In der Mittelwindia-Region, das müsste hier irgendwo sein. So, und da hatten wir ja gehört von dieser Mekis-Schlucht, wo er sich quasi einäschern lassen wurde, wo er seine Asche verstreut werden sollte. Ich
gehe davon aus, dass er dann hier irgendjemanden kennt. So, dann wollen wir mal. Natürlich wieder rausgehen. Nein, natürlich nicht. Wir wollen da wieder rein. Mann! Ich pansen. Mekis, so. Nein, nicht Mekis, sondern Mekis. So. Ich weiß schon, wer wieder alles hier, welche Leute hier eventuell Mekis gesagt haben sofort. Oh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier andere Mitstreiter brauche dafür. Nein. So, dann wollen wir mal. Auf geht's. Dim, dim. Moment, vielleicht ist ja irgendwas in dem Milchkasten hier drin. Nee, da nicht. Da ist die Wand. Die schießt nicht auf das Ding? Momo! Ja, du enttäuscht mich aber übelst. So, dann mal abgehen. Ab dafür. So, dann wollen wir mal hier reingehen. Ach, guck mal. Das ist Ilikov. Er ist hübsch, nicht wahr? Ihr Name ist Miyuki. Sie ist sie nicht süß? Was? Ilikov oder Miyuki? Was haben wir denn jetzt hier? Oh, 400 Zenny. Coole Sache. Gut, gut, gut. Was bist du für eine? Shizu ist eine seltene Delikatesse außerhalb von Mekis. Auch wir mögen es sehr und oft. Es wird hergestellt, indem wir die Samen des Reisbaums mit Essig zusammen zu einem kleinen Ball kneten. Dann kommt ein wenig Meerrettich hinzu. Und schließlich kommt obendrauf eine saftige, frische Scheibe einer Makrele. Ihr wollt wissen, wie man Shizu herstellt? Ja, wäre nicht verkehrt. Ihr wollt einen Fischfeind vom Fisch überzeugen? Nun, dann ist Shizu genau das Richtige. Es ist wirklich gut. Man merkt es kaum, dass man Fisch isst. Cool. Okay, ich zeige euch, wie man es herstellt. Zunächst einmal, man lege die Makrele oben auf den Reis, den man zuvor in Essig eingelegt hat. Dazu noch etwas Meerrettich und dann alles zusammendrücken. Okay, alles klar. Merken wir uns mal Makrele, Eis, Reis, Essig und Meerrettich. So, ganz wie ihr wünscht. Kommt zurück, wenn ihr alles habt. Ich helfe euch dann bei der Zubereitung. Perfekt. Jetzt schauen wir mal eben schnell, ob ich eine Makrele habe. Ich hoffe natürlich, dass ich eine habe. Ich denke aber eher nicht. Meerrettich habe ich 3. Da muss ich auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen was holen. Ich habe einen Igelfisch. Kann ich den auch nehmen? Scheiße. Ich muss mir Meerrettich fangen. Aber ich muss mir Makrele fangen. Mann! Scheiße. So ein Dreck. Muss mir echt eine Makrele fangen. Muss ich nur gucken, wo ich eine Makrele kriege. Also Meerrettich habe ich. Reis brauche ich auch, aber das ist auch von diesem Baum. Das ist das geringste Problem. Und dann brauche ich noch eine Makrele. Okay. Alles klar. Moment, den kennen wir doch. Hey, es ist doch Jean. Aus 2 Gründen habe ich mein Studio hier gebaut, okay? Erstens, weil es so ruhig hier ist. Zweitens, weil der Shizu so köstlich ist, okay? Ah, hat der für Bilder gemalt. Kann man sich nie angucken. Das müsste eigentlich Jean, der ist ein Maler und ein Frosch. Das ist Jean, eindeutig so. Ich nenne ihn jetzt Jean und fertig. So, wir haben jetzt also festgestellt, wir brauchen Meerrettich, wir brauchen Reis, wir brauchen Makrelen und wir brauchen Essig. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich muss jetzt erstmal meine Gruppe umstellen. Das ist das allererste, was ich mache. Dann fangen wir nämlich schon mal an, Reis zu sammeln. So, das machen wir natürlich durch unseren guten Captain Zwiebel. Jawohl. Pecco ist uns jetzt steht uns jetzt gut zur Hilfe. Wollen wir mal loslegen. Kleiner Pecco-Man. Und ich denke mal, dass die Makrele auch nicht so weit weg ist von der ganzen Ortschaft hier. Zwiebelman, Zwiebelman. Ja, er wird auch noch eine eigene Folge bekommen in diesem LP. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das so aufziehen werde. So. Dann wollen wir mal. Zack, 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 zack. So. Das ist doch dieser Baum. Du hast Reis erhalten. Dann machen wir mal ein bisschen was von. Eine Raupe habe ich gestochen. Aua. Ein Vogel. Ich will Reis. Ich will Reis. Ich will Reis. Sag ich doch. Danke. Ich will Reis. Autsch. Eine Raupe hat mich schon wieder gestochen. Ja, es ist immer nur ein Schaden. Aua, Mann. So, wieder Reis. Ich werde mal so 6 Reiseinheiten holen. Mann. Mann. Wenn Pecco dann noch lebt, wohlgemerkt.
Mein Gott, wie viele Raupen kommen da runter? Vogel, Blätter, Reis. So, 4. 5. Vogel. Reis, jawohl. 6 Reiseinheiten, perfekt. Als nächstes, man könnte jetzt, wenn man die Dame fragt, nach den Orten, wo man das alles, oder was das bedeutet, das waren ja die Fragen, die da standen, sagt sie einem, wo man das findet. Ich weiß zum Glück noch, wo ich den Großteil finde. Bei Makrelen bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass ich schon Makrelen hatte während des LPs, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen drauf. So, natürlich kommt MC Zwiebel jetzt wieder raus. Und da kommt Gare rein für. So, ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn ich weiß, wo ich den Essig finde. Man könnte jetzt fragen, die gute Frau, wo finde ich den Essig? Ich sag euch, wo der ist. Der ist nämlich an einem Ort, da waren wir schon ein paar Mal, oder sind schon dran vorbeigelaufen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Café. Genau an das hier. Dort müssen wir jetzt hin, um Essig zu sammeln. Klingt komisch, ist aber so. So, dann wollen wir mal. Hier müsst ihr nämlich irgendwo, glaube ich. Ne, hier geht's raus. Das war falsch. Dann muss ich erst hier den Hügel hoch. Okay. Alles klar. Ich bin nicht mehr zu 100% sicher, was hier so Anmach ist, aber einigermaßen weiß ich es zumindest noch. So, dann wollen wir mal. Da ist nämlich ein Brunnen, falls ihr den seht. Auch wieder merkwürdig. Essig aus dem Brunnen? Naja, soll aber wirklich so sein, anscheinend. Oh. Der Brunnenmann. Sag mal, ihr seht recht kräftig aus. Ja. Könntet ihr mir einen Moment helfen? Ich muss aus dem Brunnen hier etwas Wasser holen. Ach, also Wasser muss er haben. Okay. Okay, ich sage euch, wie es funktioniert. Hört also gut zu, ja? Okay. Hier braucht man jetzt Gehörsinn. Ihr lasst das Seil hinab, indem ihr die Taste Dreieck drückt. Okay. Blub. Wenn der Eimer am Ende des Seils auf Wasser trifft, hört ihr ein Platschgeräusch. Dann müsst ihr sofort das Seil festhalten und merkt euch auf jeden Fall, wie oft ihr die Taste gedrückt habt, ja? Benutzt dann die Richtungstaste, um den Eimer hin und her zu schütteln und ihn ins Wasser zu tauchen. Bewegt ihn, bis ihr hört, dass der Eimer sich füllt. Okay. Wenn der Eimer gefüllt ist, zieht ihr ihn mit der X-Taste hoch. Ihr müsst die X-Taste genauso oft drücken, wie die Dreieck-Taste gedrückt wurde. Okay. Das heißt, wir müssen die Dreieck-Taste immer mal wieder drücken. Und so schöpfen wir Wasser, klar? Drückt ihr die Taste zu langsam oder achtet nicht genau auf die Geräusche, vermasselt ihr es. Passt also auf. Verstanden? Soll ich es nochmal erklären? Nein. Okay, also dann. Achtung, fertig, los. Okay. Ich habe 10-mal gedrückt. Verdammt! Hat nicht geklappt. Habe ich anscheinend einmal zu oft gedrückt. Fehlschlag. Okay, wir versuchen es nochmal. Mann. Ich möchte es natürlich erneut versuchen. Aber Leute, das machen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Breath of Fire 3. Bis dahin, sprach der Raven halt nimmer mehr.